Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Portal Stories Mel. Und wir schauen mal, was uns als nächstes so erwarten wird. An der Stelle hat sich das erste Mal gehangen. Schön, hier an der Stelle da mit den Tür öffnen, steht gerade im Chat. Da hing's bei jemanden und ja, passiert. So. Oh, nee, die Geräusche kriegen zu sehr auf den Hals. Good night. Ja, wer es glaubt, wird selig. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Postapokalyptische Welten wahrscheinlich. Drachen, rosa Einhörner und was uns sonst noch Albträume beschert. Eieieiei. Ich bin sehr gespannt. Ich bin so. Boah, dieses rote Licht. Aber ich kriege auch richtig Lust, mal wieder Portal zu spielen. Das muss ich zugeben. Deswegen bin ich froh, dass diese Mod mir empfohlen wurde. Auch nochmal vielen Dank an diejenigen oder diejenigen, die sie empfohlen haben. Ich bin sehr, 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 sehr angetan bis jetzt. Und sehr, 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 sehr gespannt, wie es weitergeht. Und mal schauen. Könnt ihr ja irgendwann nochmal wieder machen und Portal nochmal durchspielen oder so als Livestream oder so. Ist ja alles machbar möglich. Uah. Ja. Is this thing on? Hello? Hello? Can Hello? You hear me? Oh, right. You can't answer. I'm so sorry. Chapter 2! Olympian or war hero, there was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Pinke Dildo einhören auf rosa Regenbögen. Jawohl! Genau, die sind's. Ja. Ich möchte irgendwie meine Kammer nicht verlassen. Das ist doch wieder. Verdammt, da hat aber ein Ingenieur tierisch versagt, als der hier rumhantiert hat. Hallo? Wo geht's hier lang? Okay. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall aperture science in long fall. Okay, keine Sorge wegen der Höhe. Super! Komm ich da irgendwie drauf? Nein! Uah. Ich traue ja trotzdem erstmal prinzipiell nichts in dem Spiel, auch nicht in der Mod oder sonst wo. Denn wer weiß, was uns hier wartet? Nothing. Bist du mein Freund? Are you one of us? Hallo? 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 Hui. I've had the scientists leave you, hast du nur Platzepatronen oder bist schon leer geschossen? A new test. Congratulations. You get to test something else now. Double the experiments for you. Ja, ein Experiment. Ja. Die alte Version. Dann take it. Wow. Ich fühle sie, die Macht. Ja, ein bisschen verstoppt ist auch. So. Besser sieht's aus. Und man sieht's, die Natur holt sich alles wieder. Oder der Gärtner ist einfach gefeuert worden. Cave Johnson, da ist er ja. Wäre es geglaubt. Okay, da oben. Ich glaube, das ist schon mal ziemlich offensichtlich. Ups. Da kommen wir nicht hindurch. Da ist aber die nächste Fläche. Haben wir hier einen. Dann nehmen wir den gelben. Nehmen wir den gelben. So, zack. Lalalalalalalalala. Aua. Mal gucken, ich bin auch sehr gespannt, was die sich für Rätsel haben einfallen lassen, ob die schwierig, lustig oder was auch immer sind. Ja. Mhm, alles Erdbeben. Das weiß ich nicht, ob das in Michigan oft passiert. Ich glaub ihm nur nicht.
die Kanone genauer angucken. Okay. Hey, HPD. Okay, oh, erstmal komisch, ich glaube, wir haben Nagellack. Waren wir nicht ein Kerl? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wir haben noch keinen Spiegel gesehen. Und ja, hm. Wahrscheinlich sehe ich gerade nicht, was du meinst mit der Kanone. Zumindest fällt es mir nicht auf. Aber ich bin gespannt, ob es gleich da steht, was du gemeint hast. So, fahr hier durch. Dürfen wir. Hallöchen. Hallöchen. Mäp, komm mal nicht rein. Du hast das Schauberwort nicht gesagt. Hallo? Hallo? Anybody? These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Ja, genau. Yeah. That's how it's here. Die Rätsel werden schnell schwierig. Gut. Adlai Stevenson is still president. Ich glaub dir kein Stück. The earthquakes. Kinda did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Das ist doch schön. Ein bisschen umdekoriert. Ja, so kann man es natürlich auch nennen. Da kommen wir so nicht durch. Da müssen wir mal gucken. Oben mit Sicherheit irgendwo aus dem Fenster rausschießen oder sogar rausspringen. Da könnten wir durchschießen. Das ist auf jeden Fall offen. MacGyver als Tipp wegen der Knarre. MacGyver hat mich nie gereizt, nie wirklich interessiert, nie wirklich gesehen. Da könnte das Problem liegen, dass es mir deswegen wegen MacGyver nicht auffällt. Also ein Kugelschreiber unten. Ah Gott, die Büroklammer. Oh mein Gott, ja. Die Büroklammer. Sie ist gerade erst. Okay. Alles klaro. So, guck mal hier irgendwie. Ne, hier kommen wir auch nicht durch. Hier auch nicht. Irgendwo müssen wir hier ja bestimmt rauskommen, oder? Raus, raus, raus. Ah, ja. La 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 la. Whee! I know, things might look different than what you're used to. But, while you were spending that little time sleeping, we had Ja? Science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, yeah, that's it. They're quick little guys. Faster than any science guy I got. Moin, moin, Wanna! Ist gerade jemand Neues reingekommen in den Chat. Kurze Begrüßung für die, die auf YouTube, damit sie wissen, was die Sache ist. Hey, man muss MacGyver nicht gesehen haben, um den Büroklammer-Gag zu verstehen. Das ist schon klar. Also es ist... ja, es spricht für wirklich gute Qualität. Ach komm, wir müssen auch da durch, oder? Bestimmt. Danger, keep out, do not enter. Das sieht so einladend aus. Und das hier wird erstmal unsere Portale deaktivieren. Mhm. We have these new inventions called emancipation grids, where you prevent objects from moving around. Now some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and install one where people needed to go through. Oh Gottchen, schöne Idee, sehr schöne Idee. Hier können wir zum Beispiel nicht durchgehen, würde ich sagen. Richtig, da sind wir instant gegrillt. Man muss es natürlich mal zeigen, wie das funktioniert. Huch, das Sound ist trotzdem da. Ich schätze, eigentlich deaktiviert. Trotzdem, herzlich willkommen im Rudel. Theoretisch wäre das jetzt kein Live-Let's Play, wäre da auch eine Einblendung. Aber komisch. Ja. So, Hallöchen. Können wir da vielleicht irgendwie. Ich finde hier sicher schon irgendeinen Weg, finden wir hier später noch rein. Falls wir da durch müssen, wahrscheinlich auch nicht. Erstmal gucken wir hier. So. Hallöchen. Hallo. Okay. Die grauen Flächen sind wie üblich nicht beschießbar. Wir brauchen weiße Flächen. Und hier können wir aber auch noch weiter. Hier können wir auch noch weitergehen.
Schauen wir mal, was wir hier so finden. Ah. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Ich sehe gerade nicht, wo wir hier weiterkommen könnten, muss ich zugeben. Da können wir auf jeden Fall ein Portal machen. Aber wo ist der nächste Portalpunkt? Nein. Manchmal sieht man die ja auch nicht so unbedingt. Im Manzengrill halt. Jupp. Manchmal sieht man die Flächen nicht, so wie man sie sehen könnte. Da oben könnte auf jeden Fall eine Fläche runterklappen. Da, wo haben sie die denn? Heieieiei. Jetzt bin ich gerade. Oh, hier kommen wir auch hoch. Okay. Ups. Auf der Suche nach komischen Flächen, die wir beschießen können. Ah, ja. Ich ziehe so hier mal durch. Nö. Ich finde hier wahrscheinlich nur wieder Ecken, wo man eigentlich gar nicht wirklich draufklettern soll. Ja, da steht es auch noch, dass er uns grillt, wenn wir da drauf kommen. Aber wo ist denn hier zum Geier nochmal? Seht ihr es gerade? Die Fläche? Ich sehe sie gerade echt nicht. Auf die Türen können wir nicht schießen, da kommen wir nicht durch. Das ist ja, So, mal drauf achten, ob es irgendwo uns anzeigt, dass wir da vielleicht durch können. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das funktioniert hätte. Da ist es auch nicht genügend. Ja, Nee, das auch nicht. Das ist jetzt ja... Hallo? Fängt schon gut an, fängt schon gut an. Wie heißt es schön? Manches Mal steht man wie der Ochs vom Scheunentor und findet den Ausgang nicht. Ach Gottchen, da in die Ecke. Meine Güte. So. Gefunden. Ach, das ist... Okay, ja, alles klar. Den Test können wir uns schon denken, wie der funktioniert. So. Du. So öffne es sich und lasse mich hinein. Und das tut es sogar. Okay. Raus da. So, wo geht's denn hier denn weiter? In dem Bereich versteckt sich ein Stromschalter. Gut, ich habe also einen anderen Weg gefunden. Ist auch in Ordnung. Wahrscheinlich habe ich einen Weg gefunden, der eigentlich gar nicht so geplant war. Zumindest möglich. Da kommen wir natürlich nicht hindurch. Hauptsache durchgekommen, ne? Durchgelangt. Und jetzt wieder die große Frage, wo soll es hier denn weitergehen? Ganz viele Türen, aber nichts, was wirklich interessant aussieht. Da oben, Scheiben sind leider noch heile, da kommt man nichts hindurch. Oh! Oranger Blubber! Blubber! Ich freue mich jetzt schon, wenn es rumblubbert. Und vor allem, wenn wir den weißen Blubber kriegen, dann freue ich mich noch. Da oben gibt es nichts, nichts zu säen, nichts zu sehen. Wieso säen sie nichts? Das ist jetzt eine gute Frage. Wo sollen wir denn hier weitergehen? Mann. Kann natürlich auch sein, dass es mehrere Optionen sind. Es ist wahr, dass ich einfach eine andere Option für den Weg gefunden habe. Ah. Gut versteckt die Flächen hier teilweise. Muss man mal zugeben. Lass mich durch. Ah, das ist ja schlimm hier. Studiobeleuchtung. Nee. Ich sehe nichts. So, Ach, Menno. Das ist gemein. The new testing track is just through here. Okay, zum neuen Testgelände geht's also hier hindurch. Ich bin sehr gespannt. Ja. Save it. Hey, The Crow!
Wie geht's? Das sollte passieren. Ja, ganz genau. Mhm. Ganz bestimmt sollte das passieren. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass genau das passieren sollte. So, hier mal keine Fläche, auf der wir rumporteln könnten. Da geht's aber auch nur in die Tiefe hinein. Nee, da gibt's. So, hupsala, hup. Bitte nicht zusammenkrachen, ich möchte hier nicht runterfallen. Bitte, bitte, bitte sei lieb und artig. Lauf schneller. Hops. Es ist ja mal. Oh, also, wie gesagt, Riesenkompliment an die Entwickler dieser Mod. Das sieht so genial hier alles aus. Und so viel Liebe zum Detail. Super schön gemacht. Echt super schön. Hui! Mal gucken, wo es uns hinbringt. Auf jeden Fall bringt es uns langsam ans Ende dieser zweiten Folge. Aber wir warten jetzt erstmal, bis wir angekommen sind. Da sind wir! Mal gucken, ob er noch mit uns reden will, kurz. Ich sehe nichts. Gut, er redet nicht mit uns. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Zuschauer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Portal Stories Mel. Tschüss.